Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur 6. Folge der Reihe über Geschichte und Fiktion. Und heute wird es um das Baburnama gehen, die Briefe, Erzählungen, Erinnerungen des großen mogulen Herrschers Babur, des Eroberers Indiens. Der erste Mogul Indiens gelebt hatte von 1483 bis 1530. Also er ist nicht sehr alt geworden, nur 47 Jahre. Wir machen also heute einen Sprung aus dem Mittelalter in die Wende zur Neuzeit, wie es heißt. Und das Baburnama ist die erste reale Autobiografie in der islamischen Literatur und hat einen großen Stellenwert. In dieser Literatur ist eine ganz, ganz wichtige Autobiografie und sehr interessant, schildert eben das Leben eines Kriegshelden, eines Schlachtenlenkers, eines Nomaden, eines Muslimen, der Nordindien erobert und dort die Mogulenherrschaft in Indien begründen wird, die bis ins 19. Jahrhundert reicht, bis dann die Briten Indien als Kolonialmacht übernehmen. Ich erzähle Ihnen erst ein bisschen über sein Leben, bevor ich auf seine Autobiografie eingehe. Zahir ad-Din Muhammad Babur wurde geboren am 14. Februar 1483 in Andishan im Ferganatal. Das liegt heute in Usbekistan an der nordöstlichsten Grenze von Usbekistan, ein fruchtbares Tal, das dann hinüberführt in die Gegend eben zum Pamirgebirge und in die Taklamakan-Wüste, die so jenseits dieser Gebirge dann auf den Befahrer der Seidenstraße wartet. Gestorben ist er in Agra, also heute in Indien, am 26. Dezember 1530. Wie gesagt, er war der erste Mogul von Indien und schon als ganz junger Bursche musste er sich innerhalb seiner Verwandtschaft, innerhalb seiner Familie durchsetzen, eine Familie, die Zentralasien beherrschte. Sie war ihm nicht sonderlich wohlgesinnt und er hat dort praktisch keinen Fuß fassen können, sodass er schließlich ausgegriffen hat nach Nordindien und dort ein langwährendes Reich begründet hat. Babur, so viel wie Tiger, das ist sein Name geworden, war ein Mongole. Das heißt, er war väterlicherseits zurückführbar auf Timur, auf den Mongolen Timur, und mütterlicherseits auf Genghis Khan. Sein Vater, Omar Sheikh, starb schon 1493 und so wird Mohammed schon im Alter von 10 Jahren sein Nachfolger. Ein Jahr später fängt man an, sich um die Herrschaft zu streiten. Und Babur muss seinen Weg finden und seine Herrschaft finden, seine Gebiete finden. Er hat im Alter von 14 Jahren Samarkand erobert, 1497, was aber nicht halten konnte. Immer wieder hat er Samarkand verloren. Die großen Gegner, die sich ihm entgegengestellt haben, waren die Usbeken unter Mohammed Schalbani, die eben immer wieder Bukhara und Samarkand besetzt haben, die dann von Babur wieder erobert wurden, aufgegeben werden mussten. Das schildert er auch ausführlich in seiner Autobiografie. Über diese Besetzung Samarkands und seine überstürzte Flucht auch, darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Babur war Sunnit und zu der damaligen Zeit
war der, die, waren die Perser schon, also die im heutigen Iran sitzenden Perser, Schiiten. Die lange Zeit waren auch die Perser Sunniten gewesen, immer abwechselnd. Aber wir sind hier schon in der Zeit der Safawiden und da geht der Iran und Persien über zum Schiitismus. Eigentlich bis heute sind ja Schiiten und Sunniten stark verfeindet, aber das war zu Baburs Zeiten nicht der Fall. Babur hat seine Herrschaft eigentlich nur sichern können durch die Unterstützung der Schiiten, der Perser, die ihm einfach auch den Rücken freigehalten haben. Wieder einmal verliert er Samarkand 1512 und wendet sich nun nach Süden, nach Afghanistan und nach Kabul. Kabul wird seine Hauptstadt werden und er liebt Kabul. Von dort aus macht er dann kleinere Feldzüge in den Nordwesten und schließlich eben nach Nordindien. Durch Heiraten stärkt er dann sein Bündnis auch mit den Afghanen und kann schließlich mit auch einer militärischen Taktik, die er nun von den türkischen Osmanen lernt, die nordindischen Völker und Herrschaften besiegen. Da war zum Beispiel eben der Sultan von Delhi, Ibrahim Lodi, der nun auch Babur ermöglichte, dass sich einige seiner Untergebenen gegen ihn stellten und dadurch mit Babur verbündeten. Und so konnte Babur schließlich mit einer neuen Militärtechnik diesen Lodi besiegen. Ein nächster Gegner erwuchs ihm in den Rajputenfürsten Rana Sangram Singh von Mewar, ein indischer Fürstenclan. Auch den konnte er nun besiegen, 1527. Sangra Singh wurde schwer verwundet und starb, wurde später vergiftet und schließlich war Babur Alleinherrscher auch in Nordindien und hat dort eben ein großes Reich errichtet, die Mogulenherrschaft. Er stirbt in Nordindien, wird dort begraben, aber sein Mausoleum befindet sich in seiner Lieblingsstadt Kabul. Inmitten einer prächtigen Gartenanlage. Sein Sohn Humayun übernimmt die Herrschaft von ihm. Babur heiratete mehrere Male, hatte viele Söhne und auch Töchter. Und das spielt eine gewisse Rolle, weil nachher werde ich Ihnen eine Textstelle zitieren oder vorführen, in der seine Beziehung auch zum eigenen Geschlecht zu Wort kommt. Es heißt, dass sich Babur eigentlich als toleranter Herrscher auszeichnete. Er war ein überzeugter Muslim, ein ja auch strenggläubiger Muslim, aber durch die Bekanntschaft mit verschiedenen Völkerscharen, die er notgedrungen kennenlernen musste, auf seinen militärischen Eroberungszügen, hat sich sein Sinn geweitet und es heißt, er sei relativ tolerant gewesen gegenüber anderen Religionen. Das ist eingeschränkt zu sehen, darauf werde ich noch zu sprechen kommen, weil gerade Hindus, für Hindus ist er der Feind Nummer eins. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Vorweg etwas, was immer allen Lesern seiner Lebensgeschichte ins Auge gefallen ist, allen europäischen Lesern, muss ich sagen, dass Babur als junger Mann bei seiner ersten Ehe noch ein sehr schüchterner junger Mann gewesen ist.
Und in der Zeit, als er seine erste Frau, Aisha Sultan Begum, heiratet, die Beziehung ist nicht sonderlich glücklich, wie es scheint, verliebt sich Babur in einen Jungen, Baburi. Und diese Anekdote, die da er selber schildert, hat zu Irritationen unter den westlichen Lesern geführt, weil diese homosexuellen Neigungen von ihm eben so nicht passten in das Bild, das er von sich selbst gab, auch in späterer Zeit durch die vielen Heiraten, die vielen Kinder, auch die Liebe zu seinen Söhnen. Aber da muss man als Europäer eben wissen, dass die geschlechtlichen Neigungen unter Kulturen, in Kulturen Persiens, Afghanistans, auch der Türkei und auch in anderen Kulturen, wie zum Beispiel in Nordafrika oder gucken Sie sich Andalusien an, das arabische Andalusien, anders verlaufen als wir Mitteleuropäer, das so gewöhnt sind. Die Liebe zum eigenen Geschlecht ist dort nicht primär etwas Verwerfliches gewesen. Man liebte als Mann, als erwachsener Mann, junge Männer. Man liebte als Frau Frauen, das ist deutlich zu spüren in der Literatur. Und das hat sich erst im 20., 21. Jahrhundert ganz stark geändert, wo wir auch sehr starke homophobe Tendenzen in diesen Kulturen sehen. Ich erspare Ihnen die vielen Frauen, die vielen Kinder, die er hatte. Sein Nachfolger ist dann Hamayun geworden, ein Sohn, den er sehr lebte und so wie es scheint, in einer Anekdote, so heißt das, hat er auch für ihn sein Leben gelassen. Zahir ud-Din ist das arabische Wort für Verteidiger des Glaubens, des Islam. Und dieser Name wurde für ihn ausgewählt von einem Sufi-Heiligen, der der geistliche Meister seines Vaters war. Und später bekam Zahir ud-Din einen Nickname, einen Kosenamen, Babur, auch Baba oder Baba oder Babor. Babur ausbuchstabiert und stammt wohl von dem persischen Wort Babur, was so viel wie Tiger oder Panther bedeutet. Und er war nun wirklich als Tiger und Panther ist er gereist mit seinen Heerscharen und hat die Völker Afghanistans, Zentralasiens und Nordindiens unterjocht. Babur hat eine Autobiografie geschrieben. Hier gebe ich Ihnen eine sehr gute Übersetzung ins Englische. Ich komme gleich noch drauf zu sprechen. Und führe Sie erstmal allgemein in diese Autobiografie ein. Sie ist in einer Turksprache geschrieben, in Chagatayisch. Und diese Sprache ist noch heute sehr eng verwandt, zum Beispiel mit dem Usbekischen. Das war auch die Sprache seines Vorfahren Timurs, der auch als Tamerlan bekannt ist, und offeriert uns nun die Geschichte seines Lebens chronologisch geordnet und sehr detailliert. Man lernt Babur kennen. Er betont, dass alles, was er schildert, auf Wahrheit berufe. Aber wie das immer so ist mit der eigenen Wahrheit, man macht sich einfach auch ein Bild von sich selbst und schönt es. Und das ist natürlich auch bei Babur der Fall gewesen. Ich lese Ihnen als erstes und als Einstieg einen kleinen Abschnitt vor aus einer Schlacht. Diese Schlacht wird sehr brutal geschildert, aber ich finde sie einfach auch einmal vorweggestellt wichtig,
weil man sieht, was für ein Leben dieser Mann geführt hat. Dieses Leben war geprägt von Gewalt, von Eroberungen, von Köpfe abschlagen, von der Sicherheit als Sunnit Allah auf seiner Seite zu haben, von äußerster Brutalität, was dann doch auch vieles erklärt, wie ich finde, auch seinen Lebensstil. Und deswegen möchte ich das vorwegsetzen. Ich werde nachher auf sozusagen sanftere Seiten seines Lebens und seines Wesens zu sprechen kommen. Also das ist nun eine Schlacht, die er im März 1527 führt gegen die Hindus in Nordindien. Ich übersetze gleich aus dem Englischen. Auf allen Seiten bezeugten die siegreichen Soldaten die im Meer der göttlich assistierten Armee mächtig anschwollen und sich gebärdeten wie mit einem Mut wie die Krokodile im Meer. In dieser Schlacht nun erhebt sich Staub und Dunkelheit über das ganze Schlachtgeschehen, und die glitzernden Schwerter überleuchteten das Licht. Der Staub verdunkelte das Licht der Sonne, wie man sich vorstellen, sagte, wie der Rücken eines Spiegels. Das sind ja in der Regel Bronzespiegel gewesen. Und Sieger und Besiegter vermengten sich, sodass man manchmal den Überblick aus der Sicht verlor. Der Magier Zeit brachte in der Nacht die Sicht, dass nur die himmlischen Körper gesehen wurden, nämlich die Pfeile in der Luft, und das waren die einzigen Sterne, die man in der Luft sehen konnte. Die heiligen Krieger befleißigten sich im Köpfen von Köpfen und nahmen das Leben der Ungläubigen. Und das wurde nun überall auf einem weiten Bereich gesehen. Denn ihr werdet überlegen sein, so steht es geschrieben. Und vom göttlichen Herold hörten sie die Worte: Ihr werdet begleitet von Gott, und ihr seid eurer ist der Sieg. Sie kämpften so fleißig, dass der Schrei des Bravo von den himmlischen Wesen sie erreichte und die Engel wie Motten um ihre Köpfe flogen. Zwischen zwei Gebeten erhob sich die Flammen bis hinauf zu den himmlischen Sphären, und die linken und die rechten Arme der Armee des Islams strengten sich nun in das Zentrum der Ungläubigen auf den rechten und den linken Seiten. Die Hindus erkannten ihre Situation und verschwanden nun wie Motten, die eben davonfliegen. Viele fielen in der Schlacht, viele verloren ihre Köpfe und wurden in der Wildheit enthauptet, und dann wurden sie die leichte Beute von Krähen und Raben. Und es wurden Haufen der Erschlagenen aufgerichtet und Berge von Köpfen errichtet. Also das nun eine Schilderung einer Schlacht gegen die Hindus, in der Babur mit seiner Armee siegreich ist. Und
wo man deutlich sieht, wie er der Meinung ist, dass eben Gott aller auf seiner Seite ist und die himmlischen Engel die Häupter seiner siegreichen Kämpfer umschwirren. Das ist kleiner Einstieg. Sein Leben war eben geprägt von einem, er war Nomade im Grunde genommen. Er zog von einer Schlacht zur anderen, in einer Tradition, die eben den Mongolen eigen war. Das Wort Mogul, die Mogulenherrschaft in Indien, kommt ja von dem Wort Mongole und bedeutet Mongole in persischer Sprache. Von Kindheit an kennt Babur natürlich eine große Verwandtschaft, die er auch am Anfang immer wieder aufzählt. Das ist etwas mühsam zu lesen. Aber diese Verwandten unterstützen ihn nicht. In der Bitte darum, ein Herrschaftsgebiet zu bekommen, unterstützen sie ihn nicht. Die einzige Hilfe, die er bekommt, ist von seiner Großmutter mütterlicherseits, die ihm hilft. Seine Armee war ein Mischmasch aus verschiedenen Völkern, Türken, Mongolen, Usbeken, persisch-iranische Völker Zentralasiens, was wie gesagt dazu führte, dass er eine relative Offenheit gegenüber anderen kulturellen Vorstellungen sich erwarb. Was er immer wieder betont ist, bei all dem Hass, der ihm von seiner Verwandtschaft entgegengebracht wurde, hat er alles getan, sich als treuer Angehöriger dieses Clans zu outen. Wann immer einer dieses Clans zu mir kam, und ich hatte gerade viel Glück, dann tat ich ihm Gutes. Ich hielt alle meine die Regeln der Verwandtschaft ein und tat ihm Gutes. Ich behandelte sie besser und zeigte ihnen mehr Gunst als meinen eigenen Kernfamilie, an meinem eigenen Fleisch und Blut. Und jetzt kommt seine generelle Aussage zu seiner Autobiografie. Ich habe das nicht geschrieben, um mich zu beschweren. Ich habe einfach die Wahrheit geschrieben. Ich habe das nicht geschrieben, um mich selbst in einem günstigen Licht zu zeigen. Ich schreibe einfach exakt auf, was geschehen ist. Ich habe mich entschieden, bei meiner Geschichte die Wahrheit in jedem einzelnen Fall zu schreiben und nichts als die Realität von jedem einzelnen Ereignis. Und in der Konsequenz habe ich eben auch geschildert, jedes Gute und jedes Böse, was ich erlebt habe von Vater und Brüder, und habe eben auch alles niedergeschrieben, was an Fehlern und Tugenden bei meinen Verwandten und beim Fremden zu beobachten war. Möge der Leser mich entschuldigen, aber eben jeder, der mir zuhört, soll mich nach meiner Aufgabe beurteilen. Also wie ich die Aufgabe gelöst hat. Er betont, dass er immer nun die Wahrheit gesagt hat und nichts beschönigt hat. Das ist natürlich nicht ganz richtig. In ein paar Punkten verschweigt er dann auch etwas, weil das ist dann doch, geht ihm zu sehr gegen die eigene Ehre. Babur war relativ vorsichtig, was die Osmanen betraf. Das ist ja schon eine Zeit, in der die Osmanen die ganze Türkei unter ihre Herrschaft gebracht haben, 1453 die Eroberung Konstantinopels, was ihn aber nicht hindert, die militärische Taktik des Osmanischen Reiches zu übernehmen. Er übernimmt einen Kommandanten von ihnen, Mustafa Rumi,
Und dieser Kommandant wird es ihm ermöglichen, dass er so große militärische Erfolge dann in Indien hat. Unter anderem durch den Einsatz von Kanonen und Musketen, aber durch auch eine besondere Taktik, die dieser Rumi ihm nahelegt. Religiöse, kulturelle Offenheit, ja, das hat aber gewisse Grenzen. Er war unnachgiebig und äußerst gewalttätig gegenüber all denen, die ihm religiöse Feinde zu sein schienen. Und das waren die Hindus, die Sikhs und sogenannte Abtrünnige, also Abgefallene vom muslimischen Glauben, so wie er ihn praktizierte. Und da war er gegenüber diesen Menschen, zeigte er sich äußerst gewalttätig. Darauf werde ich noch zu sprechen kommen, weil die Gewalttaten, die er auch gegenüber den Sikhs ausgelöst hat, gegenüber Hindus, das ist bis heute ein Trauma für die Inder geblieben, und hat er ein ganz, ganz schlechtes Bild in diesen Kulturen bis heute. Einer seiner größten Feinde war eben der Usbeke Shaibani, und da verschweigt er eine Kleinigkeit, nämlich einmal muss Babur aus Samarkand überstürzt fliehen mit nur einer kleinen Gefolgschaft, und er muss seine ältere Schwester zurücklassen und Shaibani zur Frau geben. Erst ein persischer Schah wird ihm in späterer Zeit diese Frau wiedergeben, aber das verschweigt Babur. Das ist zu schlimm für ihn, diese Geschichte, das wird er übergehen. So ein wenig generell der Einblick in dieses Babur-Nama. Ausführlich schildert Babur, und jetzt kommen wir zu den erfreulicheren Teilen dieser Autobiografie, die Naturgeschichte Zentralasien, Afghanistans, die Flora und Fauna von Hindustan. Er beschreibt ins Detail einzelne Blüten, zum Beispiel des Hibiscus rosa sinensis, den Oleander und den Jasmin. Er liebt die Natur. Er errichtet überall in seinen Herrschaftsgebieten Gärten. Er kannte die mongolische Tradition, überall Gärten zu errichten, so wie Timur das gemacht hat in Samarkand. Und diese Gärten der Muslime, der Mongolen, waren nun geometrisch angelegt, sehr rechteckig, sehr symmetrisch. Und Babur ließ nun auch solche Gärten anlegen, zum Beispiel in Kabur, aber auch in Indien. Er holte aus verschiedenen Regionen dann Pflanzen und pflanzte die dann in den Gärten ein. Zum Beispiel brachte er nach Agra Melonen und auch Trauben. Also die Gärten auch in Delhi und Agra gehen auf Babus Pläne zurück. Auch das ist immer umgeben von einem Brunnen mit Badehäusern. Dann wurde ein zentrales Becken angelegt. Das wird ausführlich geschildert. Achteckige Becken und Tamarisken, Rosen, Narzissen in perfekter Anordnung. Das war ihm sehr wichtig, denn er empfand Indien als unschön und unordentlich und wollte nun Ordnung und Symmetrie einführen, was er durch die Gärten, die er anlegte, verdeutlichte. Es gibt eine kleine Miniatur aus dem Babur-Namä, aus einer späteren Zeit von Akbar dem I., die zeigt, wie Babur persönlich die Anlage des Gartens, eines Gartens überwacht und wild wachsende Tulpen für seine Gärten sammelt, Stecklinge von orientalischen Plantanen, Efeu und Sauerkirschen schneidet. Die Usbeken sind begeisterte Anhänger Baburs, obwohl er ja einer seiner größten Gegner ein Usbeke war, aber sie verehren ihn sehr, er hat ein großes Ansehen
Und die Inder hassen ihn. Und nachdem, wie er sich ihnen gegenüber in den Schlachten auch verhalten hat, kann man das in gewisser Hinsicht auch verstehen. Ich stelle Ihnen hier das Buch vor in einer Übersetzung, englischen Übersetzung aus dem Jahr 1996, in einer Ausgabe von 2002, die hochgelobt wird, mit Anmerkungen versehen, mit ausführlichen Anmerkungen, erklärenden, wunderbaren Anmerkungen versehen, übersetzt von Wheeler M. Thaxton mit einer Einführung von Salman Rushdie. Diese Übersetzung wird hochgelobt und ist eine Übersetzung direkt aus dem Tschagatai-Türkisch. Wheeler Thaxton, geboren 1994, war Professor an der Harvard University von 1972 bis 2007. Er kannte sich blendend aus in der persischen Literatur und kannte viele Sprachen des Nahen und Ferneren Ostens, die arabischen Sprachen. Er kannte Syrisch, Usbekisch, Kurdisch, Urdu. Ein berühmter amerikanischer Orientalist, der in Princeton und Harvard studiert hatte und dann eben dort Professor geworden ist. Übrigens hat er studiert zusammen mit Annemarie Schimmel. Und Salman Rushdie kann gar nicht aufhören, diese Übersetzung von Wheeler zu loben. Ich habe Ihnen schon eine Stelle aus diesem Bamur-Nama vorgelesen. Auf etwas will ich noch besonders eingehen, was auch immer einen großen Teil der Beurteilung der Mongolherrschaft in Indien ausmacht, nämlich das sogenannte Suchtverhalten der Mogulen. Die Mogulen, die Mongolen, die nun Nordindien überrannten, sind bekannt dafür geworden, dass sie abususmäßig Opium und Alkohol gebraucht haben. Cannabis, abgesehen von Cannabis und Tabak. Und es gibt sehr viele Untersuchungen, die die Opiumsucht und auch die Alkoholsucht dieser Mogulen untersuchen. Ihrer Anführer sind früh gestorben, nicht zuletzt auch wohl durch ihre Alkoholsucht und wohl auch durch dann die Nachfahren von Babur, vor allem durch ihren Abusus von Drogen, harten Drogen wie auch eben Opium. Und jetzt habe ich mich dem einfach interessehalber besonders zugewandt. Es gibt eine Dissertation von Stephanie Hunschel aus dem Jahr 2010, die Drogensucht der Mogule ausführlich behandelt. Und es war nun interessant zu lesen, was sie für Schlussfolgerungen aus ihren Untersuchungen zieht. Sie sagt, eigentlich gehören Drogen und Alkohol zum nomadischen Leben der Mongolen. Wenn man ein solches Leben führt, wie diese Mongolen auf dem Rücken von Pferden, den ganzen Weg, den ganzen Tag unterwegs, unglaublichen Strapazen ausgesetzt, klimatischen Strapazen, Schlachtenstrapazen, da gehört es dazu, dass man sich sozusagen erholt, indem man nun Alkohol trinkt oder Opium zu sich nimmt. Und sie sagt, das ist eine Form der Erleichterung, die es diesen Männern allein erlaubte, so lang durchzuhalten. Und das finde ich doch eine interessante Beobachtung, dass eben der Drogen- und Alkoholkonsum eng verbunden war mit dem nomadischen Leben und dass sich sein Gebrauch
wesentlich veränderte, sobald diese Nomaden sesshaft wurden. Sobald sie sesshaft wurden, eben nach Babur, schon bei seinem Sohn Humayun. In Indien verändert sich der Gebrauch und es wird zu einem Gebrauch, der nun wirklich zur Sucht wird und im privaten Bereich genossen wird. Vorher bei den Nomaden ist es immer verbunden mit sozialer Aktion. Gemeinschaftlich trinkt man Alkohol, gemeinschaftlich nimmt man Opium zu sich. Opium wird gegessen oder mit Getränken konsumiert. Es wird nicht geraucht, nicht vor dem 17. Jahrhundert. Es diente zur Entspannung, zur Euphorie und dem tiefen Schlaf. Es war visuell stimulierend und vor allem reduzierte es den physischen Schmerz, was bei diesen unglaublichen Entbehrungen dieser Männer, die ständige Todesnähe auch, in der sie lebten, in gewisser Hinsicht verständlich war. Dann, wenn das natürlich überhand nimmt und als sie auch sesshaft geworden sind, führte das schließlich zu Gedächtnisverlust, Lethargie, zu epileptischen Anfällen, zum Delirium tremens und zum Tod. Der Koran verbietet Alkohol, aber Opium nicht. Und so möchte ich Ihnen das doch auch ein wenig vorführen, wie das hier in dem Babonama geschildert wird. Und in einzelne Stellen daraus vorlesen. 276. Das ist, ging sehr, sehr weit. Also er schildert nun Babur, wie sie eben zusammen unterwegs sind mit seinen Gefährten. Zur Mittagszeit gingen wir auf einen Ausritt, beziehungsweise wir nahmen uns ein Boot und tranken nun eben Alkohol. Dann schildert er, wer alles bei dieser Party dabei war. Wir tranken auf dem Boot bis spät in die Nacht, verließen das Boot vollkommen betrunken und stiegen auf unsere Pferde. Ich nahm einen Fackel in die Hand und mich auf eine Seite neigend und dann auf die andere, der schwankt so auf dem Pferd hin und her, ließ ich das Pferd galoppieren über die Uferseite bis hinein in unser Lager. Ich muss wirklich sehr betrunken gewesen sein. Am nächsten Tag erzählte man mir, dass ich in das Lager galoppiert werde und eine Fackel in der Hand hielt. Ich erinnere mich an nichts, außer daran, dass ich in mein Zelt kam und dann kotzte, eine ganz viel spuckte. Das ist eine Schilderung. Dann schildert er, wie er nun unter dem Genuss von Opium eine Wahrnehmungsveränderung hat. Am Donnerstag gingen wir ans Ufer, als die Sonne heraufkam. Den ganzen Tag aßen wir Mayun. Das ist eben so eine Mischung aus Opium und Zucker. Ein Gebräu, also Ghee ist ja eine Art Butterschmalz, ein Gebräu Mayun, was sie regelmäßig konsumieren. Den Tag über aßen wir Mayun. Wie sonderbar die Felder mit den Blumen unter dem Einfluss von Mayun erschienen. Nichts als purpurfarbene Blumen blühten an verschiedenen Plätzen und dann gab es einzelne gelbe in anderen Gebieten. Dann wieder sahen wir die gelben und die purpurfarbenen, wie sie zusammen wie in einem goldenen Fleck blühten. Wir saßen in der Nähe des Lagers und taten nichts als über die Felder schauen. Wie ein Gemälde auf allen Seiten des Hügels gelbe und purpurfarbene Blüten in verschiedenen Flecken
in einer hexagonalen Form. Auf der einen Seite gab es weniger, aber soweit das Auge reichte, sahen wir nichts als Blütenfelder. Genau, so wie wir im Frühling wunderbare Blüten in der Umgebung von Peshawar erschauen können. Also hier eine Wahrnehmungsveränderung, Opium zur Entspannung, zum Genuss, zur Erleichterung eines furchtbaren, nomadischen, kriegerischen Lebens. Eine Schlacht habe ich Ihnen am Anfang geschildert, um sich das einmal vorstellen zu können. Alkohol. Babur hat schließlich Alkohol aufgegeben, weil es eben auch dem Koran widersprach. Und er war, ich komme gleich noch darauf, auch ein Poet und hat dann schließlich ein ironisches kleines Gedicht geschrieben. Ich bin unglücklich, dass ich den Wein aufgegeben habe. Ich weiß nicht, was ich tun soll, und ich bin wirklich perplex. Jeder bedauert, wenn er trinkt, und dann schwört er einen Eid. Aber ich habe diesen Eid geschworen, und nun bedauere ich, dass ich den Eid geschworen habe. Also, das ist eben ironisch. Zuerst bedauert man, dass man trinkt, und dann bedauert man, dass man einen Eid geschworen hat, dass man mit dem Trinken aufhören will. Er beginnt relativ spät zu trinken, erst im Alter von 30 Jahren. Und auch hier wieder sagt er, der Anlass war ein sozialer. Immer außenstehen in einer Gemeinschaft von Kriegern, die einen umgeben, von der Gefolgschaft. Und dann nicht zu trinken, während alle anderen um einen herum betrunken werden, das geht nicht. Und so muss er dann auch anfangen zu trinken. Aus Kameraderie sozusagen. Opium und Alkohol gehörten für Babur auf seinen Eroberungszügen dazu, das soziale Band zu stärken und den physischen und emotionalen Stress, den er täglich erlebte, zu lindern. Einen Stress, der sich natürlich selbst vollzog, denn eroberte halt auch willentlich alle Länder, die ihm in den Weg kamen. Wie gesagt, das Opium diente nicht als Stimulanz vor den Schlachten, sondern danach. Und Babur gab dann auch den Alkohol 1527 auf und schildert dann ausführlich, wie er alle alkoholischen Getränke und die Behälter zerstören lässt. In der Zeit des nomadischen Lebens erziehen natürlich auch die Frauen mit den Männern mit. Auch Frauen tranken da wo Alkohol, das schildert er auch an der Stelle, gefällt ihm aber nicht. Wahrscheinlich haben sie auch anderes konsumiert, aber noch war die Sphäre Frau und Mann bei diesen nomadischen Zügen eben nicht so abgeschlossen, wie man das dann aus den Zeiten kennt, in denen die Frauen in den Harems gelebt haben. Und da war dann der Alkohol- oder Opiumgenuss ein vollkommen anderer geworden. Er war ein Poet, er hat viel gedichtet, hat eine reiche literarische und wissenschaftliche Bibliothek gepflegt und er hat sehr schöne Ghazals gedichtet, also das sind persische Liebesgedichte, die aus der arabischen Poesie kommen, die es dann aber auch im Persischen gibt und die sind sehr romantisch. Formulieren auch die spirituelle Liebe und vor allem eben auch den Verlust oder die Trennung von der geliebten Person und die Schönheit der Liebe.
Da gibt es einige Verse von ihm, die berühmt geworden sind. Einen kleinen Vers lese ich Ihnen auf Deutsch vor, der nun sein ganzes Leben, eigentlich das Wesen seines Lebens als Krieger beschreibt. Ich bin ein Wüstenwanderer für den Islam geworden. Ich habe Schlachten mit den Ungläubigen und Hindus geteilt. Ich habe mich darauf vorbereitet, ein Märtyrer zu werden. Aber Gott sei es gedankt, ich wurde ein Ghazi, ein Krieger Gottes, ein Eroberer, ein Ritter. Das ist ein kleiner Einblick in Babur-Nama. Ein beachtliches, interessantes Werk. Ich habe davor noch nie eine Biografie gelesen, eine Autobiografie eines Schlachtenhelden. Das hat mich auch nicht so interessiert. Nun aber ist dieses Babur-Nama wirklich ein wichtiges autobiografisches Werk, was uns eben auch in eine fremde Kultur einführt, auch eine Kultur der Mongolen, der Nomaden. Und eine wichtige Kultur im islamischen, wichtige Autobiografie im islamischen Bereich. Dieser Babur hat viele, viele Seiten. Es ist interessant, über ihn zu lesen. Und er wird gehasst von den Hindus. Und Salman Rushdie schildert das nun in seinem Vorwort ein wenig. Zum einen schildert er, wie Babur gestorben ist, nämlich sein Sohn Humayun wurde schwer krank. Das ist eine Geschichte, die Rushdie als junger Mann gelesen hat und die ihn sehr, sehr beeindruckt hat. Sein Sohn und Erbe Humayun war krank. So geht die Geschichte, übrigens eine Geschichte, die von einer Tochter Baburs, Gulbadan Begum, geschildert wird in ihren Erinnerungen. Sein Fieber stieg und die Doktoren waren verzweifelt, sie glaubten, ihn nicht retten zu können. Nachdem Babur einen Mystiker konsultiert hatte, wanderte er 3 Male um Humayuns Bett herum und offerierte schließlich sich selbst Gott anstelle seines Sohnes. Humayun kam zu Kräften, erholte sich und Babur wurde krank. Und am 21. Dezember 1530 starb er. Diese Geschichte hat mich mit mystischer Kraft, nahezu mystischer Kraft immer wieder bewegt, so sagt Salman Rushdie. Und nun schildert er, wie 1992 die Extremisten der Hindus Baburs Architektur auch sie zerstören, weil sie der Meinung sind, dass Babur ihre Tempel zerstört hat. Und nun, das ist eben ein Konflikt, den wir bis heute in Indien immer wieder erleben, wie militant auch Hindus geworden sind, wie dieser Hass immer stärker und größer wird. Und die Frage ist, die Zerstörungen, die da auch in diesen Gebieten stattfinden und der Hass, der zwischen Muslimen und Hindus zu beobachten ist, das ist einfach schrecklich und findet eben auch im Hass auf Babur in diesen Gebieten ihren Ausdruck. Babur ist nach Indien gegangen, weil er den Reichtum Indiens schätzte. Aber geliebt hat er Kabul. Babus Liebe galt Afghanistan, galt Kabul. Er
schildert Hindustan nicht sehr wertschätzend, aber er schätzt seinen Reichtum. Und so ist dieses Werk, diese Autobiografie für mich eine sehr interessante Lektüre gewesen. Natürlich nicht einfach zu lesen, zum weiten Teile abstoßend, kann gar nicht anders sein als bei den Grausamkeiten, die geschildert werden. Und vor allem auch diese Grausamkeiten, die neben auch zärtlichen Passagen dann auch immer wieder stehen, auch ein Brief, den Babur an seinen Sohn Humayun schreibt, in der seine ganze väterliche Liebe zum Ausdruck kommt. Also es hinterlässt mehr als gemischte Gefühle. Ist ein interessantes Buch und man kann es durchaus lesen. Jetzt habe ich gar nicht mehr nachgeschaut. Ich bin mir sehr sicher, dass es das Babbo-Nama auch zumindest in Teilen in einer deutschen Übersetzung gibt.